Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist es wirklich guten Morgen, tatsächlich, weil es ist sehr, sehr früh am Morgen und ich habe mir endlich vorgenommen, die Klimaanlage einzubauen. Die liegt jetzt hier schon fast ein Jahr rum. Die habe ich auf meinem Trip nach England besorgt, bei Ministry of Defender abgeholt. Wo ist sie? Hier so. Hier ist die Einbauanleitung, Ministry of Defender. Die ganzen Teile liegen jetzt schon ewig rum und ich habe gesagt, okay, jetzt musst du irgendwann mal anfangen, einfach auch mal die Dinge einzubauen. Und heute fange ich damit an, zumindest mal den Kasten hier einzubauen. Das ist ein richtig cooles Teil, hat ein paar Euro gekostet, aber soll angeblich so richtig gut funktionieren. So richtig gut mit, hier ist die Flüssigkeit, kommt hier raus. So richtig gut mit, der Vorteil ist wohl, man kann den Kühler dafür, den man dafür benötigt, kann man im Auto vorne einbauen, ohne dass man diese Erweiterung, also diese, wie sagt man denn, vorne, man muss ja eigentlich vorne so eine Verbreiterung ranmachen, dass der ranpasst. Man sieht also an so einem Defendern, dass dann da eine Klimaanlage eingebaut ist, wenn er vorne ein bisschen dicker ist, aber die ist so schmal und so dünn, dass sie auch in die normalen Defender passt. Mit dabei sind natürlich Schläuche, der Lüfter, der hier oben drauf kommt, dass es ein bisschen kühler wird, also Elektriklüfter. Und jede Menge andere Sachen, Strom, Schalter, was auch immer. Der Kompressor ist hier auch irgendwo drin, der Klimakompressor und, alles da. Aber fangen wir mal an, damit den alten Kram komplett auszubauen. Als allererstes kommt mal die Kühlwasserschläuche ab. Als nächstes muss natürlich auch das Ding hier ab, denn dieses Teil wird dann nicht mehr benötigt. Hier drunter ist ja der Lufteinlasskasten und der Lufteinlasskasten, der kommt ja komplett raus. Also hier drunter unter dem Kotflügel ist dann ganz viel Luft, der kommt weg, da kann dann was anderes hin. Für die Seite hier habe ich da schon eine Idee. So, ein kleines Wespennest oder sowas. Als nächstes mache ich mal den Tank hier ab. Ich überlege tatsächlich, ob ich dieses Ding hier nach da drüben versetze. Ich weiß zwar noch nicht, ob das passt, aber vielleicht wäre mir das sogar recht, weil da drüben ist genügend Luft. Dadurch, dass das AGR raus ist und diese ganze AGR-Werf, der AGR, wie heißt denn das, Ventil nicht mehr da ist, ist da mehr als genug Platz.
So. Den Schlauch hätten wir. Pfropfen rein und nach oben. Auch ein Pfropfen rein und nach oben. So. Die stören erstmal nicht. Also die Kiste ist hier festgemacht. Vielleicht sieht man es da unten. Da unten mit den zwei. Mit den zwei Schräubchen, die gucken innen in den Innenraum raus. Da brauche ich jemanden zum Gegenhalten, beziehungsweise ich muss mir da eine kleine Konstruktion ausmachen, dass das Mütterchen hält. Und dann hier hinter, da, mit diesen beiden Schräubchen. Ich habe die schon mal ein bisschen gelöst. Die vier müssen jetzt ab, dann kann die Kiste raus. Das ist vielleicht eine Fummelei, ey. Zweites Stellkabel hängt noch. Also der Bautenzug. So. Jetzt. Noch irgendwas? Nein. So, hier ist noch das Kühlwasser drin. Aufpassen. Lufteinlass. Habe ich extra mal einen neuen Dichtring geholt irgendwann. Da ist dann der Einlass nach drin für die Lüftung. Hier ist genügend Platz. Hier unten geht das Schnorchelrohr vorbei. Das ist da an der Seite. Kommt das rein. Geht nach hier unten zum Abtropfen und dann rein in den Luftfilter. So, ich habe jetzt hier drin alles sauber gemacht einmal. Sieht ganz gut aus. Bin auch gerade noch dabei, hier den Luftschlauch mit rauszunehmen, weil ich den ganz gern ersetzen will durch einen durchgängigen Schlauch, der bis in den Luftfilter geht. Dieses ganze Ding hier unten soll raus und hier hinten dieser kleine Plastikkasten, der soll auch weg. Aber das kommt später. Jetzt muss hier ist die untere Kante vom Bulkhead. Die soll genauso angebracht werden, damit man hier das Loch ausschneiden kann. Und die Pfeile müssen genau auf diese beiden Löcher zeigen. Mal gucken, ob das soweit passt. Mal schauen, dass ich die hier ein bisschen fixiere. Gut, und jetzt muss das Ganze hier ausgeschnitten werden. Heißt also, hier ein Loch rein. Bisschen vorkören.
rein mit der Flex. Das sollte schon gewesen sein. Und als nächstes ist auch in der Anleitung drin zu finden, dass hier so eine Noise-Canceling-Folie reinkommt, die das Ganze einfach ein bisschen abdeckt. Ich habe hier schon mal ein Stück zurechtgeschnitten, das ist ja auch mitgeliefert, sodass das hier rankommt. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht mit der Noise-Canceling-Folie, aber die ist echt gut und eigentlich auch sehr einfach zu verarbeiten. Schön sauber den Untergrund. Und dann kann die rauf. Handschuhe aus. Noch nicht festdrücken, sondern so, erstmal auflegen und jetzt kann sie schön angerollt werden. Da, wo man nicht gut rankommt, wie zum Beispiel hier oben, einfach den Spachtel nehmen und fest langziehen. Da dürfen wirklich keine Luftblasen drin sein, beziehungsweise die Folie muss wirklich flächig kleben, so richtig über die gesamte Fläche. Genau. Jetzt kann wieder das Ganze hier ausgeschnitten werden. Dann noch mal schön über die Ränder gehen. Die Löcher, die hier waren, die muss ich noch stopfen. Schon rein. Das Ding wäre mal dran. Jetzt habe ich hier den, den muss ich noch festmachen. Jetzt habe ich hier den Valve, also den Schieber
Für die Heizung, also für die Warmwasserzuleitung. Für die Warmwasserzuleitung, genau. Und der geht auf oder zu. Und ich muss noch gucken. Das mal festmachen hier. Hier, der, dieser Valve hier, also dieses Ventil ist jetzt hier dran. Und ich habe das verbunden mit dem originalen Warm-Kalt-Regler. Also warm-kalt für warm an heißt, hier fließt warmes Wasser durch. Und das warme Wasser kommt hier von dem oberen Schlauch. Das muss ich jetzt hier anschließen. Das heißt, das ganze Ding muss ein bisschen gekürzt werden. Um ein paar Zentimeter. Ich nutze hier, soweit ich kann, die Originalschläuche einfach. Und dann wird es angeschlossen. Also warmes Wasser hier so rein. Hier so kommt es ran. Bisschen Spucke, so jetzt Wasser rauf. So. Jetzt brauchen wir den hier. So, da läuft Wasser raus. Natürlich. Ist aber auch gleich wieder Wasser rein. Ja, der kommt jetzt. Hier so rauf. Puh. So leicht. Oh, eine ganz schöne Würgerei darauf zu kriegen. Mal gucken, ob das auch dicht bleibt. So. Die Dinger hier wieder. Jetzt sind die Breather von der Achse, die Atmungsschläuche. Die hänge ich hier mit drüber. So. Und jetzt kommt der raus. Muss das Ganze von hier natürlich viel größer. Ja, so ist es nun mal. Muss das Ganze hier so hin. So. Gut. Also von hier kommt das warme Wasser, geht hier durch, wenn es auf ist, geht rein in den warmen und geht hier wieder zurück nach unten, nach drüben, kühl sozusagen. Sehr schön. Jetzt habe ich hier schon einen kleineren Wasserbehälter angebaut,
Und zwar ist ja normalerweise hier so ein breiter Wasserbehälter. Aber der würde hier einfach ein bisschen zu klobig sein. Und ich habe ja noch den anderen Defender. Und da ist so ein kleiner Wasserbehälter drin gewesen. Und der ist recht schnucklig. Der sieht so aus. Halb so breit. Sozusagen. Die ganzen Pins hier sind ein bisschen verbogen. Mal gucken, ob das denn noch funktioniert. Aber erstmal Wasser rauslassen.